Я работаю в тендере уже, наверное, около 50 лет. Он, как я его называю, он как материал он самый демократичный. Можно писать один слой на другом, можно смешивать, они очень хорошо принимают друг друга, эти краски. Но самое главное, как я понял опытным путем, они больше всего соответствуют моему темпераменту. Vor 25 Jahren zog Nikolai Estes mit seiner Familie von Moskau nach Pinneberg. Der Kunstkreis Schenefeld stellt gerade seine Gemälde aus. Sein Sohn Alexander hilft ihm bei den Vorbereitungen für die Finissage am Wochenende. Fester Bestandteil jeder Ausstellung, die Bilderschau. Ihren Ursprung hat sie aus der Zeit, als Nikolai Estes in der Sowjetunion durch die strenge Zensur Besucher nur heimlich in seinem Atelier empfangen konnte. Nun war das Atelier direkt unterm Dach und die schrägen Wände erlaubten es nicht, die Malereien aufzuhängen. So stellte Estes für die Besucher seine Bilder nacheinander auf eine Staffelei. Er bemerkte, dass die Reihenfolge, in der die Bilder gezeigt wurden, nicht ohne Bedeutung war, und er begann, bestimmte Sequenzen aufzustellen. Ein befreundeter Cellist improvisierte in der Betrachtung der Bilder ein Stück. Und so war die Bilderschau geboren. Und diese Tempera, das ganz, ganz altere Technik, diese eine alte russische Kunst, diese Ikonen gemalen noch mit Tempera. Und wie einst die Ikonenmaler, mischt Estes seine Farben selber an. Mit Wasser, Leim und Pigment. Es ist ein langwieriger, meditativer Prozess. Auch hier fühlt er sich den Mönchen verbunden, deren Arbeitsweise in den Ordensregeln festgelegt war. Было написано дословно: к работе приступать лишь усердно помолясь, это мы как бы опускаем, и трепетными перстами. А эти трепетные перста образуются только после того, как вы вот это все сделаете сами.